Vergangene Woche durften Sie endlich jubeln, der FSV Zwickau, mit dem ersten Saisonsieg in München. Heute sollte es endlich auch mal zu Hause klappen gegen den SC Freiburg 2. Die Gäste erst zum zweiten Mal in dieser Saison mit Vincent Vermey in der Startelf. Eine von 4 Änderungen im Team von Thomas Stamm im Vergleich zur Niederlage unter der Woche gegen Braunschweig. Mit einem Sieg heute könnte Zwickau Freiburg überholen. 16. Minute. Das ist Starke mit dem Ballgewinn gegen Sildilia. Und Gomez mit der ersten Gelegenheit. Gomez, der neue Shootingstar beim FSV, hat sein Drittliga-Tordebüt gefeiert in München letzte Woche. Hier visiert er den Winkel an und legt den Ball drüber. 21. Minute, Könnecke auf Ronny König. Beide neu in der Startformation beim FSV. Zwickau, Könnecke mit seinem Startelfdebüt in dieser Saison. Gute Flanke und König verpasst sein 3. Saisontor. Insgesamt wenig los. Zwickau tat sich schwer, Freiburg auch. Dann der Fehlpass von Hauptmann und die Möglichkeit für Kehrer, der Rückkehrer in die Startelf. Er kam für Kammerbauer, saß zuletzt gegen Braunschweig nur auf der Bank. 0:0 zur Pause. Joe Enox nur 6 Siege in den letzten 24 Heimspielen. Die Heimschwäche, das große Problem beim FSV. Das ist Schikora. Tunnel für Riesch und die gute Flanke für König. Bester Angriff bis hierhin für Zwickau. Und dann gab es den nächsten Rückschlag. Zusammenprall Wagner mit Nkansa. Und die Konstante in der Zwickauer Innenverteidigung winkt sofort zur Bank, musste behandelt und letztlich auch ausgewechselt werden. Für ihn kam Frick. Nkansa, der 4. Stammspieler beim FSV, der fehlt. Womöglich aber nichts Ernstes. Der Fehlpass von Gomez in Minute 73 und der eingewechselte Ontuzans dazwischen auf Vermey. Und der hat den Kopf oben, sieht Engelhardt, Brinkis und Schikora und Rheintaler verhindern das erste Profifußballtor von Engelhardt. Toller Angriff von Freiburg und Brinkis macht sich ganz, ganz breit. Die 90. Minute, Horn mit seinem Startelfdebüt für Zwickau. Lukoc kommt nicht dran und Schikora kann den Ball nicht über die Linie drücken. Kugel noch heiß, Jansen auf Vogt und Lukoc. Beste Gelegenheit für Zwickau, kurz vor Schluss. Schikora hätte es aus Nahdistanz richten können und es war noch nicht Schluss. Plötzlich wich die Offensivlethargie dem unbedingten Siegeswillen. Das ist Gomez, wird getroffen, spielt aber weiter und Vogt will den Elfmeter. Rosenfelder trifft Gomez, das wäre ein Freistoß gewesen. Sein Einsatz gegen Vogt dann im Rahmen der Regel richtig, hier nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Joe Enox haderte. Es blieb beim 0:0. Zwickau zu Hause weiter sieglos. Taktisch okay, ist alles in Ordnung, die Jungs sind willig, aber halt diese Leidenschaft, also das heißt für uns, wenn der Ball jetzt ausgeht, dass jemand da hingeht und will den Einwurf schnell ausführen. Und das haben wir halt in der ersten Halbzeit vermissen lassen. Und das ist enttäuschend, weil ich glaube, heute war der starke Freiburger Mannschaft halt zu schlagen. Das ist leider uns in der ersten Halbzeit nicht gelungen. Ja, ich glaube, unterm Strich gerecht, weil auf beiden Seiten wenig Chancen da waren. Trotzdem, glaube ich, hatten wir mehr vom Spiel, haben, glaube ich, auch die größte Chance im Spiel dann mit Yannick Engelhardt, der in das 1 gegen 1 kommt. Wenn wir uns in der Phase, das war so 70. bis 80., das war unsere beste, wenn wir uns da belohnen, dann ist es gut, dann nimmst du 3 Punkte mit, so ist es 1 Punkt. Tja, das war mal schwere Kost in Zwickau. 0:0 zwischen Freiburg und dem FSV, leistungsgerecht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.